Verdammtes Vor. Wenn ihr dorthin geht, dann erobert es. Der wird wahrscheinlich die Knollfestung meinen. Was für ein Vor meint ihr? Die Festung im Westen. Ich wollte die Gefangene rüsten. Oh, dünner hier. Aber die anderen wollten sie lieber im Keller am Leben behalten. Trottel. Und jetzt verstoßen sie mich, meine Brüder, aus dem Clan. Hört mich an. Ihr werdet ihr Fleisch noch kosten. Ich werde ihr Fleisch noch kosten. Schlaf. Ey, bleibt da. Nicht abhauen. Euer Leben liegt in meiner Hand. Okay, wir haben ihn einmal getroffen, aber dann ist er schon verschwunden. Das ist immer blöd. So, dafür haben wir den Zwart getötet. Du musst eine Pause einlegen. Ich habe schon lauter Wunde stellen. Okay, wir rasten ja, sobald wir einen Weg durch diesen Wald gefunden haben. Und die Gnollfestung erreicht haben, werden wir vor der Festung rasten. Wenn ich da irgendwann mal einen Durchgang finde hier. Weil hier sieht es ein bisschen gebirgig aus. Ah, hier geht's durch. Ja, ein ganz kleiner, schmaler Gebirgspfad, der zur Gnollfestung führte. Jawohl. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. Hallo Höhlenbär. Höhlenbären sind grundsätzlich aggressiv. Ich hab genug davon. Euer Leben liegt in meiner Hand. Dem sollten wir ausweichen mit Imoen, weil er gerade Imoen jagt. Geh weg. Geh weg und stirb einfach. Zum Glück jagt er die ganze Zeit Imoen. Und Imoen ist zum Glück etwas schneller als er. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Au. Aber wenn er Imoen mal kriegt, dann ist das nicht so gut. Wow. So, Tod und ein Level-Up für Jaira. Als Kämpfer und als Druidin. Also kriegt sie jetzt volle 12 Lebenspunkte. Ist auf 24. Gut, einverstanden. Und kann jetzt neue Zauber. Also kriegt sie noch einmal leichte Wunden heilen. Und das sollte sie auch gleich mal anwenden bei Imoen. Noch schlägt die Müdigkeit zurück nicht in unsere Gruppe rein. Also sie sind müde, aber noch nicht erschöpft. Deswegen ziehen wir jetzt zur Gnollfestung weiter. Das ist nicht gerade der einladendste Ort. So, ich mache hier endlich mal wieder ein Quicksave. Und dann raste ich mal kurz. So. Ja, bei Dunkelheit ist es doch besser, in eine Gnollfestung einzudringen, als bei Tageslicht. Nichts leichter als das. Gut. Über eine Brücke kommen wir einigermaßen einfach rüber. Ich Gnarl, ich und Orol und halt, ihr nirgendwo Okrinons. Halt, bleibt stehen. Brücke, das ist unsere Brücke. Um sie zu begehren. Ja. Ja, ihr zahlt 20 pro Kopf oder Kopf ab. Das sind 1, 2, 8 Köpfe, also zahlt ihr 200 Goldmünzen. Tolle Rechnung, wir sind zu 5, also müssten wir 100 zahlen. Goldmünzen ist ein bisschen viel, findet ihr nicht? Ich meine, sehe ich aus, als hätte ich Goldüberfluss? Okay, Goldmünzen vielleicht zu viel. Vielleicht zahlt ihr 100 Goldmünzen. 100 Goldmünzen pro Kopf oder Kopf ab. Kein schlechtes Geschäft. Jetzt ist er noch teurer geworden. Immer noch zu viel für meine Begriffe. Dann nehme ich lieber einen Umweg in Kauf. Dein Kopf wohl holen wirst nicht vermissen. Ja. Ja, wir töten dich, nehmen das Zeug und kriegen das Gold so oder so zum Kopf. Sterbt, ihr quiekenden Ratten.
Allgegenwärtige Autoritätsperson. So, der erste ist schon mal hin. Und jetzt muss noch der hier sterben. Ja, nichts leichter. Was wollt ihr? Und dann pöttern wir euch aus. Oh, du hast schöne Handschuhe. Und du hast jede Menge Zeug dabei. Trank der Kälte. Ein Bastardschwert. Trage ich nicht nur Bastardschwerter? Ja. Emolen. Weiß nicht, was das für Handschuhe sind. Schade. Trank der Hügelriesenstärke. Den kannst du mal zu dir nehmen. Was? Gut. So. Hier geht's runter, aber so wie das aussieht, ist die Festung da oben. Hier sind nur die Klippen unterhalb der Festung. Gehen wir erstmal hier lang gucken. Nein, ich würde sagen, wir gehen gleich in die Knollfestung und gucken uns außerhalb auf dem Rückweg um. Ja, das hier sieht aus wie der Zugang zu einer Knollfestung. Ja, ich habe aber keine Lust zu sterben. Stirb lieber du erstmal. Du bist sogar Gnoll-Elite. Also, ja. Ein Gnoll-Elite als Wächter, also ein etwas stärkerer Gnoll, war aber doch nicht so imposant. Du bist ja ein komischer Kauz. Ja, nichts leichter als das. Weiter nach oben. Hier geht es definitiv hoch zu die Gnoll-Festung hoch. Ich muss sagen, für einen Festungseingang ist das ziemlich offen gebaut. Naja gut, wenn eine Armee versucht hier hochzustürmen, den engen Weg, dann können sie auch nur wenige kommen und können leicht blockiert werden und von oben halt beschossen werden. Also ja, das Ding zu belagern stelle ich mir auch nicht gerade so einfach vor. Auf jeden Fall sieht das hier viel nach Tod und Verderben aus. Also ja, die Gnolle haben sich hier viel einfallen lassen. Theoretisch könnte man hier diese Baumstämme runtergehen. Und da kommt noch ein Gnoll für uns. Ja, stirbt Gnoll. Etwas Geld für uns. Etwas Gold für uns, besser gesagt. Dort führt eine Treppe hoch und hier hinten führt eine Treppe hoch. Ich würde mal sagen, wir gucken uns erst die Treppe da drüben an. Weil nicht, dass wir nachher Gnolle im Nacken haben, wenn irgendeiner Alarm gibt. Okay, da sind uns Zwarte gefolgt. Genau das habe ich gemeint. Zwarte, die zum Glück schnell sterben. Ihr habt für die Gruppe was? Beinahe unter meiner Würde. Ja, was? Du sollst alles einsacken, was die Zwarte dabei haben, weil selbst die Schwerter sind im Augenblick viel wert. Ja, nichts leichter als das. Und immer wieder gucken, ob unsere Waffen noch heil sind. Ja, sind sie auch. Ah, noch mehr Gnolle. Oh, diesmal sind es aber ein paar viel Gnolle. Dieses Mal sind es ein paar Gnolle, obwohl es sind. Wir sind noch in der Überzahl. Aber die Gnolle sind wahrscheinlich noch müde. So. Einer von ihnen hat eine Schriftrolle bei sich. Die nehmen wir nochmal an uns. Auch wenn das nur Schmieren ist. Ja? Freunde, genau aus. Nicht alle sind so vertrauenswürdig wie Minsk. Und Bu? Beinahe unter meiner Würde. Ja, und das ist das Tolle an Baldur's Gate. Die Leute haben auch noch was zu sagen. Wenn sie mal was zu sagen haben. Meistens ist es nichts Vernünftiges. So. Blockieren wir sie mal. Und da ist sogar ein Gnoll-Veteran dabei. Und der Gnoll-Häuptling. Also dürften wir hier schon mal ganz richtig sein. Oh. Das war jetzt nicht so gut.
Kannst du ihn von da aus heilen? Ich tue mein Bestes. Was? Beinahe unter meiner Würde. Auf die Priorner. Zweck. Ich tue mein Bestes. Okay. Jetzt kannst du ihn heilen. Ja, nichts leichter als das. Sehr gut. Minz braucht übrigens auch noch einen Helm, fällt mir gerade so auf. Aber wir haben ja einen Helm. Der ist zwar nicht identifiziert, aber der sieht aus wie ein Infravisionshelm. So, wir haben jede Menge Ringe. Und wir haben hier so ein Loch, wo wir uns angucken können. Aber das sieht nicht gerade appetitlich aus, das Loch. So, noch zwei Knolle. Euer Leben liegt in meiner Hand. Einer ist weg. Und der zweite ist auch weg. So. Nehmen wir das Zeug noch an uns, was sie dabei hatten. Ein bisschen Geld. Und dann gucken wir mal hier runter. Und hier finden wir Düna hier. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Ich danke euch für meine Rettung. Es war mutig von euch, mit jemandem wie Minsk in die Schlacht. Zu folgen, wenn auch ein wenig unbedarft. Ich besitze nichts, was ich euch zum Lohn geben könnte, außer meinen Beistand im Kampf. Vielleicht kann ich ja eine Weile mit euch ziehen, auf dass ich eine Gelegenheit finde, um meine Schuld zu begleichen. Minsk ist, nun ja, Minsk. Aber immerhin ist er ein tapferer Kämpfer, wohingegen ich in den Zaubersprüngen bewandert bin. Wollen wir uns zusammentun? Ja, wir könnten sagen, wir brauchen sie nicht, weil sie nichts kann. Wir könnten fragen, was berechtigt euch überhaupt eine Leibwache zu haben. Ich bin Düna hier aus Rashimen, also eine Rashima. Das ist kein Titel, ich stamme nur von dort. Wir sind nun beide in der Tat weit weg von zu Hause. Doch das ist ein notwendiger Übergangsritus. Minsk muss seine Dashima durchlaufen, indem er sich auf Abenteuerfahrt begibt. Während ich mich in ganz ähnlicher Weise als meiner Schwestern würdig erweisen muss. Dies ist eine interessante Zeit für die Reiche und der Schwertküste stehen große Ereignisse bevor. Dorthin sollten wir uns also wenden. Wonach sucht ihr auf dieser abenteuerlichen Straße? Vielleicht können wir gemeinsam finden, wonach ihr suchen. Ihr seid mir willkommen, man kann nie genug Freunde haben. Ich zweifle nicht daran, dass ihr mir eine interessante Reisegefährte sein werdet. Was? Nichts leichter als das. Ich habe einen Mann namens Edwin getroffen und habe es abgelehnt, eine Person namens Düna hier für Geld zu töten. Ihr solltet mich vor beiden in Acht nehmen. In der Gnollfestung im Süden wird eine Frau gefangen gehalten. Sie könnte noch am Leben sein, denn ihre Wächter halten anscheinend Ingot von ihr fern, aus wohlbegründetem Verdacht, dass der Gnoll sie verspeisen möchte. Ich habe so wie Minsk gewünscht hat, eine Zauberkollegin namens Düna hier gerettet. Ich bin sicher, dass beide eine wertvolle Bereicherung für meine Gruppe sein werden. Ja, Düna hier. Könntest du das hier identifizieren? Nein, du hast nämlich keinen Identifizieren-Zauber gelernt. So, alles, was nicht identifiziert ist, kommt dann peu à peu mal zu Düna hier. Genauso wie Schriftrollen. Den Zauber kann sie bereits, den kann sie nicht lernen, der ist also wertlos. Den konnte sie nicht lernen, kann sie auch nicht lernen, kann sie auch nicht lernen. Bei Magiern ist es nämlich so, ja, sie kann nur magische Geschosse. Okay, das mit der Magie, das erkläre ich nächstes Mal, ich speichere jetzt erst einmal wieder. LP 003. So, und dann sehen wir uns gleich wieder.